jetzt dahin werfe. Oh shit. Muss ich das dahin werfen? Oi, oi, oi. Stell dich nicht so an, Kerl. Oh, Pflanzenfresser zu tame ist immer so ein Ach. Auch für das es super einfach ist, aber super lange. Uiuiui, was ist denn da los? More Kohle. Need more Kohle. Nee, Sekunde. Hier. Hier herein. Da, 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 da. Und dann. Ich habe wieder etwas. Narkose, hier Gammelzeugs und so. Sehr schön, sehr schön. Hoi, hoi, hoi. Was willst du? Say hello, wenn es sein muss. Das ist echt 3000 Stamina, das Ding, ey. Das ist eine Maschine. Da kann unendlich lange fliegen. Ja, meiner war auch nur Level 50, glaube ich. Alles. Also gucken. Du hast 33 Level geskillt, das heißt, der war Level 79, 50% drauf. Ah, ungefähr 50. 50, 60, sowas muss da gewesen sein. Mhm. Aber ja gut, das war der nächstbeste, den ich halt gekriegt habe. Wenn wir mal wieder einen besseren sehen, hole ich mir auf jeden Fall auch besser. Eieiei. Ei, ei. KFC. Den nur so genannt, weil der so glühend rote Beine hatte. Guck sie an. Was der für ein Problem hat. Ich weiß das nicht. Kind, was ist da los? Ich lasse die Falle von dem Agentavus einfach mal da stehen. Ja. Glaubst du, das reicht mit deinem Vieh da hinten? Vom Aufwachen her? Ich hoffe, wenn ich es merke, dass es nicht reicht, muss ich halt nochmal ein bisschen was geben. Mann, der hat die Hälfte jetzt. Bisschen. Weniger als die Hälfte und ist bei 65%. Das könnte das heißen. Die Trike-Sattel häufen sich. Ja. Nachdem der Trike ja bei mir verreckt ist. Ist einer mehr geworden. Er ist mit Ehre gestorben. Er wurde nicht getötet, weil er nutzlos geworden ist, sondern er ist gestorben in einem ehrlichen Kampf gegen einen T-Rex. Ehrlicher Kampf ist relativ in dem Spiel. Naja, der kam in die Basis, der hat ihn angegriffen und er hat verloren. Weiter war das. Da war nichts unfair. Da war nichts gebackt, nichts gar nichts, war einfach. T-Rex hat ihn einfach weggesnackt. Also. Unfair wäre es jetzt, wenn der jetzt irgendwo festgestackt hätte, dann hätte er sich nicht wehren können. Und dann wieder von T-Rex einfach weggehauen. Und dann ist was anderes. Flip. Weg ist er. Nice. So. Warte. Ich suche jetzt einen Doktor. Oh, 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 was ist denn das? Was sehe ich denn da? Ein Skorpion. Schön daneben geschossen, so wie es sich gehört.
Das war ein Treffer. Er kommt. Oh nein. Krasse Kampfmusik startet. Jetzt geht's los. Der kriegt überhaupt keinen Schaden durch die Stacheln. Hey, wo? Jetzt rennt er wieder weg. Oh, ich glaube, er. Nee, hat er den Eingang gefunden? Nee, der ist zu doof, da gehe ich halt raus. Hallo, Skorpion. Ich bin hier. Zückt den überhaupt nicht, dass ich auf ihn schieße. Das einzige Problem ist, dass ich die Höhe bei diesen Tischlern nicht verstellen kann. Aber in aktuellen Tisch kann ich die Höhe halt verstellen. Ne? Aber wenn auch nicht elektrisch. Ach, ich kann meine Höhe seit 20 Jahren von meinem Tisch nicht verstellen. Ich sag mal, wenn der Tisch nicht zu hoch ist, dann kann ich immer noch die Höhe einstellen durch den Sitz. Das ist mir ja. Aber eins muss ich noch machen. Na! Hä? Ey, was war das? Das gehört. Au. Was? Ich hab Fortitudes geskillt. Bin unzerstörbar. Glaubst du? Nein. Was probieren? Ich hab mega viele Fortitudes geskillt. Deine Verfolgungspfeile machen mir nichts aus. Voll im Nacken, ey. Voll auf deinen Nacken. Ich kann bei dir irgendwie mit dem Fernglas nicht gucken. Wo ist denn. Hast du diese Arena schon weggemacht hier von dem Ankylo? Tatsächlich ja, aber ich glaube die Grundmauern stehen noch. Die. Muss ich Mauern hinsetzen und das andere Ding da reinwerfen. Also. Ich brauche. Wo sind die denn, die Sachen? Hast du die irgendwo hin versteckt oder was? Eigentlich nicht, habe die in den Schrank reingemacht. Da sind sie aber nicht drin. Warum nicht? Hä? Hä? Ist der einstecken? Nee, kann nicht sein. Achso, ich weiß, du musst die abbauen gehen. Die sind da oben. Die sind da oben, fuck, die habe ich noch nicht mitgenommen. Nee, ich habe nur das Dings gesucht, den Doorframe hier. Stell dich halt noch hin her, meine Güte. Oh, fuck. Dumme Fernglas, geh weg. Es reicht für ein Dodik. Dodikulus. Ich glaube 94 Pfeile. Oh mein Gott, diese Tür, ey. 94 Pfeile sollten eigentlich reichen. Eigentlich. Theoretisch? Ja. Praktisch? Theoretisch eigentlich. Weiß ich nichts, diese. Haben die eigentlich was gesagt? Nö, keiner hat irgendwie geantwortet. Naja. Wir suchen einfach nachher und wenn keiner Bock hat, dann hat keiner Bock. Dann suchen wir unsere eigene. Uiuiui. Unsere eigene Gruppe. Also, ich guck mal, wir hatten ja ein paar gesehen unterwegs. Die waren vor allem oben. Hinten waren ein paar. Oben waren ein paar. Mal gucken. Das ist, glaube ich, auch ein Mod, wo diese Cryopods, oder beziehungsweise sind es keine Cryopods, so oft benutzen kannst, ohne diese komische Scheiße. Gibt's mit Sicherheit eine Mod. Mit Sicherheit. Das würde mich wundern, wenn nicht. Oh mein Gott, warum habe ich jetzt Melee Damage geskillt? Egal. Hey, wie viele Segos sind denn hier auf einmal? Oh, Allosaurus. Damit
Toll, ein 150er, der so gut wie tot ist. Ja, so ist doch immer. Die werden immer angegriffen, sind so gut wie tot und dann kannst du nichts tun. Warte mal, wie lange dauert das? Der kriegt ein Gesundheit pro Sekunde zurück, ungefähr. Das würde dauern... Oh, das würde eine Stunde dauern, ungefähr, bis er wieder voll ist. Hier ist noch ein 25er, der fast tot ist. Junge, Junge, Junge. Oh mein Gott. Diese sneakigen, dreckigen Magmasaurier, ey. Ich flieg um die Ecke und dann ist er direkt vor mir. Welches Level hat der? 15. Ja, der gibt nicht so viel. Der gibt nicht so viel. Aber, muss ich weiter gucken. Der Dickelus. Hey, hier fallen Kanus runter. Was ist das? Ja, lauft alle in die Lava. Das ist eine sehr gute Idee. Die kriegen überhaupt keinen Schaden in der Lava. Was ist das für ein Fake? Gibt's denn sowas? Da hinten ist auch ein Magmasaurier. Holy shit. Was für dreckige Viecher. Wie die sich verstecken in den Ecken drin und... Ah. Unmerklich. Agentavis gibt's ja auch noch. Nein, hab ich gesagt landen oder was? Gibt's noch eine Etage höher? Hier geht's sogar noch weiter höher. Ich will noch weiter höher. Kanus und anderes Gesindel. Hier diese roten Kristalle. Sind es auch rote Kristalle oder ist das irgendwas Besonderes? Ich treffe mich an. Sehr gut. Ach, guck mal einer an. Konnte man da nicht irgendwie 1000 Elementshards sind das, was man hier abbaut? Oben oder was? Ja, diese roten Kristalle, die überall rumstehen. Und noch ein Magmasaurier. Der ist auch Level 15. Ich habe das Gefühl, ich komme in den hier Gebiet hier rein. Und die sind hier überall. Ich geh mal weiter. Das ist einfach. Wie viele Basilisken sind da? Ich glaube, das sind 3 Stück einfach. Oh mein Gott. Was machen die da? Gangbang gibt's da. Zwei Stück. Okay, das ist die Lava-Hülle. 145er. Ich weiß nicht, wo du bist. Oh, da ist ein Basilisk. Ich sehe dich doch, mein Freund. Da ist ein T-Rex Level 45. So ist der T-Rex. Alter, das sieht schon böse aus. 15er. Nirikoros. Was ist das hier denn? Guck einfach mal, was es hier so gibt, aber. Das sind Kristalle, okay. Ich will doch nur ein Dodeklorus. Dodeklorus. Doklikus. Willst du ein Doklikus? Würde ich nicht nein sagen.
Überall sehe ich Glitches. Ich glaube, ich nehme mal so einen Glitch wieder mit. Man müsste einen Glitch einsammeln und dann Magmasaurier töten. Doch, Glitches. Ja, normal schon. Das, wenn du mal einen hohen siehst, hat Bescheid. Dann sammeln wir schnell irgendwo einen Glitch ein, kommen dahin und dann. Ja. Doklikus. Was ist das da, Hörner? Das ist Basilisk. Ein 135er. Hm. 135 ist jetzt auch nicht so verkehrt. Eigentlich. Die Basilisken sind nicht zu übersehen, eigentlich. Nee, sind die auch nicht. Wenn sie sich nicht mitten im Wald versteckt Easy. Haben. Was ist das hier? 15? 25? Das ist ein Doklikus 80er. Hier ist ein 100, 135er ist hier. Irgendwo, ja. Hm. Also die Basilisken scheinen sich ja nicht hier nicht zu vergraben. Ich nehme den einfach mal mit. Ja doch, ich habe gerade einen Vergrabenen gesehen. Echt, ich sehe die immer nur aktiv rumrennen und alles zerstören. Hier ist ein Doklikus. 85, 15. 85er, nee, 95er und 90er Magmasaurier. Was geht hier ab? Magmasaurer 130er. 130. Wo ist der denn? 15. Ich bringe erstmal das Vieh hier zurück. Wenn ich unterwegs kein besseres finde. Und oh, ich sehe da live eins unterkrachen, oder? Uff. Da ist noch einer. Oh, hier sind scheiß viele. Oh, 130er Magmasaurier. Das sind zwei. 95. Ich glaub, ja, du bist da, wo ich gerade eben war. Du bist hinter mir, quasi. Alles klar. So. Okay, jetzt komm mal, wenn ich... Diese Steine, die einschlagen, gell, die... Übel, siehst du die? Wo? Das hier. 25er und 15er. Da fliegt ein brennender Dino. Warum? Warum fliegen hier brennende Dinos zu fliegen? Das ist die große Frage. Was ist hier? Allosauren. 80er und 55er? Ne, aber nicht gebraucht. Ich weiß ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht mehr, ob ich richtig bin. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Ich glaube, ich bin hier falsch. Warte mal, das hier kommt mir bekannt vor. Ja, das kenne ich doch noch. Das ist ein T-Rex. Und 135er sogar. 135er, der wird aber, glaube ich, jetzt vergewaltigt. Das sind 45er T-Rex. Ist jetzt nicht so hoch. Ich werde den Dyklikus betäuben. Das ist ein Alpha-Kano. Oh. Level 100. Wie viel Life hat der? 17.000. Den mit Knarren runter zu hauen wird ein bisschen länger dauern. Oh, shit! Ich brenne! Warum brennst du? Was hast du getan? Ah! Ich war in so einem, über so einem Feuergeysir und der hat mich weggeschossen gerade.
Ja, also so klein ist die Lava-Welt jetzt hier nicht. Wenn ich hier noch sehe, wo das noch überall hingeht. Wo ist mein Dedekorus? Scheiße, der ist weg. Also wenn du einen 135er siehst, ich muss den irgendwo verloren haben. Ich hab's überhaupt nicht mitbekommen. Ich bin hier lang geflogen. Ist er das? Ey, das sind 5. Ja, wir wissen, wo die Magmasaurier hier ihre Eier haben. Das würde mich interessieren. Ich meine, ich schätze mal unten in der Lavahöhle drin. Aber das, was ich das, was ich in dem Trailer gesehen habe, war definitiv an der Oberfläche. Ich würde gerne diesen X-T-Rex hier, der ist Level 135. Scheiße. Ich wurde voll weggeschossen gerade. Jetzt habe ich meinen Dedekorus verloren. Wenn ich ihn sehe, sage ich dir Bescheid, aber bisher sieht es nicht so danach aus. Hä? Das Problem aber, für den X-T-Rex, wenn ich den tamen will, ich habe momentan keine Chance. So viele Pfeile habe ich gar nicht. Ich muss mal Pfeile herstellen. Aber ich kann mal umgucken, einfach was hier noch so gibt. Guck mal, Megalania oder was ist das? Ja. Ach scheiße, wo ist mein Vieh? Die werden die Dinos auf jeden Fall runtergekickt. Das ist ein 145er. Den könnte ich zur Not noch mitnehmen, aber der ist halt schon ziemlich im Arsch. Boah, ist ein 150er XA oder aus. Den hätte ich gern. Also ich bin hier über die Dings geflogen. Das Problem ist, ich weiß, dass ich hier gerade lang geflogen bin. Ich weiß nur nicht, ob ich den da noch hatte. Oder ob der dadurch, dass ich an diesem Feuerdreck gerade getroffen wurde, einfach weggeglitscht ist. Okay, da ist ein Basilisk auf jeden Fall. Just listen to me and you won't get yourself killed. Probably. I'm new at this.